Die Physiker. Das ist die Physiker. Ich gleich so, nein, ich hasse Physik, Mann. Ständig Experimente und du stinkst 3 Tage nach diesen ekligen hier, du weißt schon, Schwefeldings. Das Zeug, was man in der Hölle braucht. Auf jeden Fall ist es aber gut, weil hier drin ist gar nicht so viel Physik, weil das sind nur Physiker. Aber süß. Die sind verrückt in so einer Anstalt. Meine Mutter war halt auch mal in einer Anstalt, weil sie immer so viel trinkt. Auf jeden Fall hat einer das Ende der Welt. So, nein, er hat so eine Formel für das Ende der Welt. Und das finde ich schon mal richtig gut, weil es kann wirklich sein, dass sowas nochmal passiert, wie mit den Dinosauriern oder so. Weiß doch keiner. Dann haben die halt Angst, dass jemand die Formel klaut. Und deshalb müssen sie ihre Krankenschwestern umbringen. Und ich finde es halt voll schade, dass sie am Ende nicht in die Freiheit kommen. Und es bleibt auch offen, ob die Welt jetzt untergeht oder nicht. Das heißt, es ist schon mal keine Entwicklung. Und am Ende ist das Buch vielleicht ein bisschen faul ausgedacht. Ich würde es vielleicht auch nicht Physiker nennen, weil alle hassen doch Physik, Mann. Ich würde es Freistunde nennen. Voll süß. Ja, man kann schon lesen, wenn zum Beispiel gerade kein DSDS läuft oder kein The Voice oder Germany's Next Topmodel oder Berlin Tag und Nacht oder GZS. Ich schwöre, ich gucke zu viel Fernsehen, ne? Ich weiß.